60 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Mehr waren es zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Kriege, Hunger und Armut. Gründe, die Menschen zwingen, ihre Heimat zu verlassen, um eine ungewisse und gefährliche Reise anzutreten. Schaffen sie es an ihr Ziel, hängen sie hier in Deutschland vorerst oft in der Warteschleife. Keine Arbeit, keine Ausbildungsstellen, keine Arztbesuche. Es mangelt nicht an Spenden. Ein Gefühl des Willkommenseins und Integrationsmöglichkeiten sind gefragt. In Köln wurden bislang knapp 8000 Flüchtlinge aufgenommen. Ein Warten in der Millionenstadt. Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld steht das Allerweltshaus. Seit Jahrzehnten ist es die Heimat vieler sozialer Veranstaltungen. Jeden Dienstagabend kommen hier Leute zusammen, weil ein klares Ziel ausgerufen wurde. Wir müssen ein Event erfinden, wo die einfach mal 3 Stunden nicht daran denken müssen. Ja, und dann ist im Januar 2015 das Café ohne Grenzen geboren. Dort wird von Flüchtlingen zubereitetes Essen anderen Flüchtlingen zum gemeinsamen Genießen zur Verfügung gestellt. In der Körnerstraße steht heute Ibrahim am Ofen. Erst vor 2 Monaten ist der Mann aus Syrien in Deutschland angekommen und ist stolz, für die Kaffeebesucher kochen zu können. Als ich erfahren habe, dass ich im Allerweltshaus kochen darf, musste ich diese Chance nutzen. Hier haben Leute die Möglichkeit zur Integration. Man spricht miteinander, knüpft Freundschaften und es entsteht ein kultureller Austausch. Heute gibt es Asan Kebab. Das syrische Gericht besteht aus Lammhackfleisch, Auberginen, Peperoni und Reis. Knapp 100 Menschen unterschiedlichster Nationen werden an diesem Dienstag durch Ibrahims Kochkünste satt und zahlen dank Spendengelder nichts. An helfenden Händen mangelt es dem Café derzeit nicht. Die Abende machen einfach Spaß. Es ist jetzt hier nicht so, dass es sehr ernst wird und dass man nur zusammenhockt und über den Krieg und über die Gräuel redet, sondern man lacht auch zusammen. Man redet über Fußball, übers Kochen, über Musik und übers Ausgehen und so weiter. Also der Austausch ist da. Denn nach dem Essen geht der Abend erst richtig los. Intensive Gespräche und Diskussionen entstehen. Oft kommen spontane Musikeinlagen dazu. Und von Berührungsängsten ist hier keine Spur. Jeder wird auch so genommen, wie er ist, egal wo er herkommt. Und das Wichtigste ist einfach, dass man zusammen versucht, in Freundschaft und im Miteinander eine schöne Zeit zu haben. Eine schöne Zeit haben an diesem Abend alle. Dieses Projekt bringt die unterschiedlichsten Menschen zusammen. 3 Stunden wird das Allerweltshaus so zum Zufluchtsort aus dem Alltag. Am Ende des Tages bleibt die Freude auf den kommenden Dienstag und die Hoffnung, dass es nie einen letzten geben wird.